Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 26. Oktober 2012. Mein Name ist Norbert Gieso und ich möchte heute Morgen über die Konstellation vom heutigen Freitag und auch vom Wochenende sprechen. Ja, was steht uns am Wochenende bevor? Das ist alles nicht so besonders dramatisch aus astrologischer Sicht gesehen. Fangen wir mit dem Mond an, als dem Tagesanzeiger der Energien. Der Mond zeigt immer die allgemeine Stimmung. Was ist gerade so los? Wie fühlen wir uns? Für was ist die Energie gerade besonders geeignet? Denn das in der Astrologie häufig benutzte Wort Horoskop heißt nichts anderes als Stundenschau. Das bedeutet, man schaut zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Konstellation der Planeten unseres Sonnensystems in Bezug auf den dahinterliegenden Tierkreis und schaut, welche Qualität hat denn diese Stunde, hat denn dieser Moment für was? Aktuell am heutigen Tag steht der Mond noch in den Fischen und die Energie der letzten Tage, dass alles nicht so richtig zügig vorangeht, alles ein bisschen schlapp ist, die Dinge nicht so funktionieren, wird sich noch ein wenig fortsetzen. Es ist mehr eine Zeit, nach innen zu gehen, Yoga zu machen, zu meditieren, nach feinstofflichen Energien zu schauen, sich vielleicht mit Kultur und Kunst zu beschäftigen oder Musik, aber nicht unbedingt geeignet für harte Büroarbeit, wenn ich so sagen soll. Aber heute Abend um 21:30 wird der Mond ins Zeichen Widder wechseln. Das heißt, wir erleben das Wochenende im Zeichen des Mondes im Widder. Erst am Montag, morgen um 7 Uhr, wechselt er dann in den Stier. Mit dem Mond im Widder sehr viel mehr Dynamik gegeben. Häufig eben aber auch die Tendenz, Dinge zu tun, ohne darüber nachzudenken. Der Impuls zur Handlung ist dann sehr, sehr stark. Also sicherlich auch eine Zeit, in der es gut ist, die vielleicht auch im Körper auftretenden Spannungen durch Sport oder sonstige körperliche Aktivität abzubauen. Dann ist es so, dass am Sonntag die Venus vom Zeichen Jungfrau ins Zeichen Waage wechseln wird. Das ist Sonntag um 14 Uhr der Fall. Das Zeichen Waage ist der Venus zugeordnet. Jedem Zeichen im Tierkreis kann auch zumindest ein Planet zugeordnet werden. Die Venus kann sogar dem Zeichen Waage und Stier zugeordnet werden. In der Waage entfaltet die Venus ihr Potenzial für Kunst, Ästhetik, Harmonie, diplomatisches Geschick, Ausgleich schaffen, Harmonie und Schönheit auf allen Ebenen kreieren. Also sicherlich eine Zeit, in der Kultur und Kunst im Vormarsch sein können. Aber die Venus ist auch Beziehungsplanet und in der Waage ist die Venus nicht mehr so nüchtern angelegt wie in der Jungfrau, sondern da geht es für sie darum, wirklich zu begegnen. Wer also Lust auf neue Kontakte und auf Geselligkeit hat und vielleicht auch jemanden kennenlernen möchte, ist in den nächsten Wochen mit der Venus in der Waage damit gut beraten. Darauf werden wir in den nächsten Wochen auch immer wieder eingehen. Am Montag wechselt auch der Merkur vom Skorpion in den Schützen. Das heißt, das eher grüblerische, nach innen gerichtete Denken öffnet sich. Merkur im Schützen ist viel beweglicher. Auch mehr nach außen gerichtet, dadurch etwas oberflächlicher, aber eben auch leichter, positiv zu denken oder auch dem Leben oder den Dingen in unserem Leben einen Sinn abzugewinnen. Das aber erst am Montag. Am Sonntag perfekt ist die Opposition vom Jupiter und Ma vom Mars im Schützen und Jupiter im Zwilling. Eine auch sehr energetische Stellung, wo allerdings manchmal die Kräfte mit uns durchgehen. Also Vorsicht davor, dass wir Dinge anleiern oder Sachen machen, die wir nachher nicht einhalten können. Jupiter verspricht manchmal mehr, als er halten kann. Und Mars ist auch nicht gerade dafür bekannt, seine Kräfte im Zaum zu halten, gerade im Schützen. Vorsichtig auch bei Bewegung oder im Straßenverkehr. Wir fühlen uns vielleicht dann besonders stark. Die Sonne im Skorpion hat jetzt den Saturn überlaufen und entfernt sich von ihm.
Das bedeutet auch, dass die Härten der letzten Tage weniger werden. Es dürfte sich zum Wochenende ein bisschen entspannen. Allerdings, wie ich schon gesagt, mit dem Mond im Widder eine Entspannung, die auch ihre Spannung in sich trägt. Mit diesem paradoxen Satz schließe ich für heute, wünsche allen einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende und wir hören und sehen uns spätestens am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.